Das müssen wir uns merken, okay, Chat? Wenn wir das Ding verkaufen... Wo ist denn das? Da, wir haben schon zwei davon. Oh! Karma, Chat. Karma. 240 sind die Gesamtanzahl. Wir haben ja zwei. Wir haben gerade eins von denen bekommen. Das Ding ist 120 wert. Das ist aber, Chat, das ist immer der Preis, wenn man es kaufen würde. Wenn man etwas verkauft, kriegt man immer nur auf Kröchter die Hälfte. Das heißt, wir können das Ding für einen 60er verkaufen. Wir hätten von ihm 21 bekommen, haben aber einen Gegenstand bekommen, den wir für 60 verkaufen können. Das heißt, wir haben fast dreifache bekommen durch Karma. Und ich schwöre, ich wusste das nicht mehr. Aber nicht immer wird man mit irgendwas Geilem belohnt, wenn man... Ja, wenn man gönnt. So, jetzt seht ihr, wir haben unser erstes Mutagen bekommen. 50 Vitalität. Jetzt gehe ich mal hier Charakter. Na, jetzt wird mir das schon angezeigt. Positioniere Mutagene auf dem entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu erhalten. Wähle den Filter Mutagene aus. Oh, ich habe irgendwas entfernt, Bruder. So. Das können wir jetzt hier reinsockeln. Wir haben ja sowieso nichts anderes. Ist ein Mutagen aktiviert, gewährt es Boni auf deine Charakterwerte. Oh, sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fähigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Passe eine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sich auch nicht der Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagenabsude bezeichnet werden. Ja, hätten wir jetzt hier zwei grüne Fähigkeiten, hätten wir dann 150 Vitalität dadurch bekommen. Sehr geile Mechanik auch. Ich glaube, ich hatte bei mir alles voll mit Roten. Ich hatte so einen geisteskranken Schwertdamage und Crit-Schaden. Das hat richtig geknallt. Ich werde auch versuchen, darauf wieder nach und nach zu gehen, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Aber man kann sich später auch mit so einem Trank, kann man die Skillpunkte resetten. Na gut. Dann haben wir jetzt alle Nebenquests, die wir offen hatten, schon erledigt. Wir könnten jetzt noch Fragezeichen pumpen. Huch, hier gibt es einige. Aber wir machen jetzt erstmal die Main Story weiter, weil ich glaube, da kommt eine dicke XP-Bombe rein dann. Außerdem haben wir jetzt noch einen Greifkampf vor uns. Ein Greifer-Rhino-Kampf. Ja, Maske. Richtig, richtig geil mit diesem Mutagen erwecken. Aus Blatt und Bein. Habe ich auch gefeiert. Was ist denn, Wolf? Erstmal mit ihm ein bisschen schnacken. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Einfach ein Huni. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Bin ich orange? Oh! Ja, der Pulli. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen.
Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Navigiere zum Alchemiefenster. Den Trank Donner. Erhöht die Angriffskraft. Geil. Alter, was ist das denn für ein Viech? Endriagen-Embryo. Herstellen. Ne, man muss den Trank einmal herstellen. Dann hat man ihn immer, je nachdem wie stark der Trank ist, glaube ich, 2-3 Mal im Inventar. Und wenn man dann rastet, also meditiert, mit Alkohol füllen die sich dann wieder auf. Mega geiles System. Ah, so ein schönes Spiel, Chat. Erklärt das Game mir jetzt zum dritten Mal, wie ich Tränke ausrüste? Da, tatsächlich, ne? Jemand meinte noch, ich habe eine bessere Brust gefunden. Oder bessere Hose. Oh! Ja. Schau mal eine an. Ich weiß noch, ich habe irgendwo im frühen Midgame habe ich einen Handschuh gefunden. Den habe ich bis ins späte Late Game dann gespielt. Das war irgend so ein Relikt-Handschuh mit 2 oder 3 Slots. Der hatte ganz hohe Crit-Chance. 20% Crit-Chance oder so. Völlig OP. War absolut geisteskrank. Habe ich einfach bis ins Late-Game gespielt, den Handschuh. Mal schauen, ob es den auch in dem Spiel gibt oder ob das irgendwie zufällig ist, was man findet. Ah, da ist Wesemir. Das ist auch etwas, Chat. Das finde ich in dem Spiel geil. Ihr meintet, in Skyrim und so ist das auch. Wir sind hier gerade zu Fuß hingelaufen. Wenn wir jetzt irgendwohin schnell gereist wären, erstmal was anderes gemacht hätten, dann wäre er schon da. Aber dadurch, dass wir direkt hingelaufen sind, er läuft auch zu Fuß. Manche Questgeber, mit denen navigiert man woanders hin und danach sagen die, hey, wir treffen uns da und da. Wenn du nicht schnell reist, laufen die von Punkt A wieder zu Punkt B. Und solange die unterwegs sind, sind die auch an dem Ort nicht da. Du musst dann auf die warten oder du kannst rein theoretisch neben denen hergehen. Finde ich so eine Kleinigkeit, die ich geil finde. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Bereit. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm. Wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem.
Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Danke, Chat. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht so oft. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Armbrust? Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Hm. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Ja, ich bin auch ein bisschen krank geworden, Chat. Haben wir vorhin auch alles reingeballert, was ich in die Griffung bekommen habe. Hey, wo stehst du hin, Bro? Hey! Warum bin ich denn so low? Das ist so heiß. Ich hätte davor meditieren müssen, ne? Ich hatte keine Schwalbe mehr voll, richtig? Wasser bin ich schon. Guck mal, wie langsam ich das hielt. Wasser völlig nutzlos. Gestompt.
Hey! Ja, das beschützt mich. Gute Tipps von euch, Chat. Wirklich. Dieses Schild ist sehr nützlich auf. Schwer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Das Kampfsystem, Chat, in dem Spiel ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen. Das Spiel glänzt halt mit der Story, ne? Das Kampfsystem ist, würde ich sagen, absolut ausreichend. Muss man erst ein bisschen warm werden mit. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Ja, man sieht, wie ihr gesehen habt, in Zwischensequenzen sieht man auch die Vergiftung. Na, ihr seht ja oben links. Wir haben uns jetzt einiges an diesen... von diesen Hexertränken reingeknallt. Greifmutter gehen. Wie geht das wieder weg? Das geht ganz langsam. Geht das weg, die eigene Vergiftung. Oder du meditierst. Schauen wir doch mal, was die Greifentrophäe kann. Wo habe ich denn jetzt die hingemacht? Ich bin verwirrt. In welchem Slot? Ach, hier. Bei Plötze. Was kann die Greifentrophäe? Steht nicht dran, oder? Los, lauf! Irgendwie willst du mir gerade das nicht anziehen. Ja, ich habe L3 gedrückt, ging nicht, Chat. Ah, hey! Acht Prozent Chance auf Verkuppeln. Pass bloß auf! Ihr meintet, ich soll mal dieses neue Schnellmenü testen. Hey, helft mir halt, was wir weg hier. Fightet mit mir, ihr Schweine. Hallo, wo will ihr denn hin? Och, Bro. Hä? Ja, dann halt. Tschüss. Weg hier, Männer! Dann loot ich halt for free. Schlüssel mit thermärischer Linie. Scheusi, danke für die 5 verschenkten Sabarinos. Shit. Gönnt mal einen Yippie und eine Bombe. Und wir kommen an die 5-9. Kein Loot! Schweine. Ja, Donner eigentlich auch echt ein guter Trank, ne? Für den Anfang. Erhöht Nahkampfschaden. Was will man mehr?
Müssen wir auch schauen, dass wir beim nächsten Händler ein paar Alkohol-Chests, also Alkoholflaschen kaufen. Dass wir öfters meditieren können, dass die sich auch mal wieder auffüllen. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Wir sind, by the way, immer noch in der ersten Story-Mission, Chat. Gute Arbeit, Männers. Weiter so. Los, los. Zwergenschnaps geht auch. Wusste ich gar nicht. Oh, wie schön flüssig das Menü läuft. Das war damals auf PS4 echt ein Gigakrampf. Okay, wir haben noch zwei Stück. Wir haben ja vorhin einige gefunden. Ich glaube, das, was wir gerade gelootet haben, das sollte auch einiges geben zum Verkaufen. Sonst wäre es nicht in der Kiste. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein. Huch, bei den Göttern. Nein. Was? Kein freundlicher Hauptmann mehr. Hey, Schnosi, danke nochmal für 5. Also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. By the way, Chat, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Sehr geiler Vibe hier im Chat. Liebe, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend und eine schöne Zeit hier im Stream Marino. Gerne mal kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer. Wir werden die nächsten Wochen sehr viel Witcher zocken und streamen. Der erste Part auf dem Story Games Kanal ist schon online, falls ihr heute Abend im Bett noch was zum Glotzen haben wollt, das Ganze von Anfang an nochmal gucken wollt. Mein Cutter wird euch regelmäßige Parts daily um die Ohren schallern. Schön in saftigen 2K auch, also das sieht dann sogar noch besser aus als bei euch gerade auf Twitch. Und ja, wenn ihr den Stream mehr kostenfrei supporten wollt, vielleicht ist euer Prime Sub ready. Ich habe meinen Twitch Teil Prime der Abmachung und erfüllt. Unsterblichkeit. Wo ist Jennifer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Diese Sub-Bombs. Das hättest du gleich sagen können. Unglaublich. Ja, hätte ich. Flex, danke aber für deine 10. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wisst, was ihr zu tun habt? Chat mit. Lass mal ein paar Sub-Bomber steigen. Ein paar Sub-Bombs regnen. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Unerträglich. Dieses Gold gehört dir. Oh. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Unzureichend. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Wisst ihr da, ob das irgendeine Auswirkung hat, Chat? Ich würde sagen, Schnapp, oder? Warum sollten wir von irgendwelchen Kriegsleuten das Geld nicht nehmen, ne? Ach so, nur dein persönlicher Stolz. Ja. Scheiß eigentlich auf dem sein Klimpergeld. Aber ich sag euch, wie es ist, Chat. Wir sind broke. Schaut mal die Rüstung an. Das ist fast, als würden wir Stoff tragen. Wir sind broke, versteht ihr das? Wir sind fast nackt. Wir sind noch Level 1. Ah ne, Level 3. Level 2. Wir brauchen das Geld, Junge. Annehmen. Wie viel? Mach jetzt keinen Scheiß. Aufhören! Bitte! Oh, 240 Punkte. Schmeckt. Oh, 250 Kronen! Gut, dass wir es genommen haben. Gut, dass wir es genommen haben. Wichtig. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was?
und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Den würde ich gerne im Gewand abziehen für seine große Klappe. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. So. Reparieren, Verbesserung, zerlegen. Der kann auch nicht verbessern, oder? Nee. Scheiße. Dann handeln, Mimandeln. Boah, der ist voll rich. 677 Kronen hat der. Oh, was gibt's dafür? Guck, das haben wir vorhin gefunden. Im Wasser. 101. Schmeckt doch. Und Handwerkszutat wird zum Herstellen von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Was hat die Frage? Einfach mal behalten, oder? Wenn wir die Kohle nicht brauchen. Es gibt kein Verbessern. Ja, das meinte vorhin jemand im Chat. War mir da jetzt nicht sicher, ob das jetzt geht oder nicht. Ich glaube, diese Rüstungen von der jeweiligen Schule kann man verbessern, ne? Wie ist die Moral im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Nochmal eine Halsschmerztablette. Also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich glaube, das haben wir schon mal gefragt. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Ich glaube, dieses Charaktermodell, was wir gerade gesehen haben, den trifft man auch öfters, ne? Also das NPC-Gesicht vom Quartiermeister. Nenne ich es jetzt mal. Der eine wird hier immer noch geknutet. Wie stellen wir eigentlich Bomben her? Wir müssen erst einen Plan dafür finden, richtig? Woher kriegen wir den... Ah ne, wir müssen die Ressourcen dafür auftreiben. Blendet Gegner im Explosionsradius, zerstört Monsternester. Alchemie-Zutat, Salpeter. Wir müssen das ja nur einmal finden. Wir müssen einen Alchemisten finden. Wer verkauft Salpeter? Und Calcium. Weil ohne das können wir die Monsternester nicht zerstören. Die geben auch immer gut EP. So, jetzt erzähl mir mal, was macht die Trophäe? Aha! 10% Chance auf Verstümmeln. Ja, wir sind einfach Stufe 3. Ja, die Blaupausen habe ich ja, aber ich kann sie noch nicht herstellen, weil ich die jeweiligen Ressourcen noch nicht habe. So, wir machen jetzt ein paar Fragezeichen. Los, lauf! So, skill ich irgendwas. Greifenmutagen gibt auch Leben. Ich würde sagen, das hier jetzt auf Stufe 2. Schon von der Freiheit. Aus dem Weg! Noch eine Stufe, dann haben wir das schon fertig. Oh. Können wir immer in Gesprächen das anwenden. Fragezeichen machen so Spaß in dem Game. Weil man nie weiß, was kommt. Oh. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen geilen Loot. Ja, das sieht doch gut aus. Jägerhose. Ohren. 14? Naja. Wie lange ich heute mache? 3 Stunden mache ich safe noch. Die Subbombs halten mich wach. Oh, das sind Menschen. Wie ein Mann. Oh, scheiße. 2 benutzt. Zauberer!
Oh! Oh, da war der Finisher. Das kann man halt, wenn man das Zeichen, was ich gerade benutzt habe, verstärkt. Tut's Gegner viel öfters von den Beinen schlagen. Dann kann man die immer so finishen. Glaube ich, egal wie stark der Gegner ist, er ist dann One-Hit tot. Oder kriegt extrem viel Damage, eins von beiden. Häng mir deinen Kopf an den Sand. Wo ist denn jetzt das Lager eigentlich hin? Hier ist so viel Loot überall. Hier hätte ich eigentlich das Bestienöl mal anwenden können. Was hier? Hä, ich laufe ja davon weg. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Mal Inventar. Das mit den Ölen ging ja so, ne? Öl, Stahlwaffe. So, jetzt mache ich 10% mehr Damage am Wolf. 10% sind 10%. Wenn man trifft. Warum liegt denn hier so viel Fleisch? Ich glaube, die Wölfe haben davor sich mit den Menschen gebettelt. Kann das sein? Deshalb lagen hier schon so viele Wölfe. Wolfkadaver. Wie lange hält das Öl? Ich glaube, das steht am Schwert dran. Ja, 20 Schläge. Und wenn du halt dann irgendwann das hochwertigere hast, dann noch mehr, ne? Du könntest es rein theoretisch, sobald aufgebraucht ist. Oh, Trankmeister. Erlerne 12 Trankrezepte. Sukkus absurd. Das ist halt, am Anfang kriegt man echt viele Pläne, aber man hat die ganzen Ressourcen dafür nicht. Boah, hier ist ja alles, Mann. Jägerstiefel. Mal schauen, ob wir es herstellen können. Nee. Wir brauchen unbedingt Salpeter. Weil die Bomben, wenn wir die einmal herstellen, haben wir die immer im Inventar. Und auch immer, wenn wir dann rasten, werden die wieder aufgefüllt. Und wir brauchen die, um die Monsterlage zu klären. Ich werde das Ding auf Platin spielen, selbstverständlich. Das ist ja auch der Grund, warum ich es jetzt auf PS5 spiele und nicht am PC. Damit ich es nochmal auf Platin spielen kann. Beziehungsweise spielen wir auch die DLC, also auf 100%. Das muss ein Ort der Macht sein. Nochmal ein Skillpunkt. Gib her den Aal. Hey, lass mich doch interagieren, Bro. Ehre. Ich glaube, im Anfangsgebiet gibt es
mindestens 3 Orte der Macht. Ich glaube, es waren sogar 4 oder 5. Guck mal, es sind schon noch einige Fragezeichen, ne? Obwohl, so viele sind es gar nicht. Boah, weißt du, welche Zutat wo ist? Man weiß es halt nicht. Du könntest das jetzt googeln. Na, es gibt natürlich auch einen Witcher-Wiki. Du könntest jetzt einfach googeln, aber das würde mir ein bisschen so die Erkundungslust rausnehmen. Ich werde das schon noch finden. Spätestens, wenn wir einen Händler finden, der halt... Also, es gibt für alles, ich glaube, einen Händler. Es gibt auch Alchemisten. Da findest du halt dann solche Zutaten. Gegen Menschen kämpfe ich immer am liebsten. Ich reiche den Schädel ab und küsse deinen Hals. Aua! Hey! Hoppala! Hoppala! Was ist denn da los? Ich bring dich auf. Ah, ihr Schweine. Das reicht jetzt. Nicht nachlassen! Huch, 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 huch! Warum ist denn der nackt? Scheiße! Stich! Legen die sich auch mit einem Hexer an. Die Sacknasen. Guck mal, Chat. Der Gegner wurde einfach in 2 Hälften geschnippelt. Da wusste das Spiel nicht, in welchen Teil des Körpers packen wir den Loot. Dann war es einfach ein kleines Säckchen dazwischen. Sehr korrekt vom Spiel. Fläschchen. Herzogwasser. Explosiver Bolzen. Was man hier nicht immer alles lootet. Alchemiepulver ist, glaube ich, auch immer gut. Immer nice to have. Ah. Ist okay, Chat, wenn wir jetzt noch ein paar Fragezeichen machen? Weil ich will in dem Anfangsgebiet, dass es bei mir... Bei mir ist es so Tradition, dass ich in einem Spiel immer im Anfangsgebiet erstmal alles mache, bevor ich weiterreise. Das liebe ich einfach. Wir machen das jetzt nicht immer. Aber es kann überall was Geiles sein. Ich weiß natürlich auch nicht, welches Fragezeichen ist was, ne? Kann auch nochmal ein Ort der Macht sein für nochmal einen Fähigkeitspunkt. Ein Ort der Macht. Los, lauf! Ich mache immer alles und bin dann gottlos überlevelt. Dann hast du es dir aber auch verdient, ne? In Witcher dauert es echt lange, bis man stark ist. Ich habe noch gar nichts. Keine Bomben. Keine guten starken Zauber. Keine guten Runen. Keine guten Waffen. Keine guten Rüstungen. Keine mega guten Tränke. Das muss ein Ort der Macht sein. Inventar. Tränke. Biestöl. Level 6 Speer. Oh.
Das war ja klar. Ehrenlos. Na. Vom Grizzly verprügelt. Das Spiel hat automatisch gespeichert. Dann muss man auch selber manuell speichern. Besser. Habe ich jetzt hier wieder alles? Aber da war noch ein Ort der Macht. Heißt wieder ein Erfahrungspunkt. Doch, man kann Gegner anvisieren. Aber das sieht dann nicht so aus, wie man es aus anderen Spielen gewohnt ist, dass dann so ein Fadenkreuz drauf ist. Eher der Gegner Lebensbalken wird so ein bisschen fokussiert. Ich zeig's dir gleich nochmal. Magie, ein Ort der Macht. Irgend so ein Easter Egg gab's doch da, Chat, mit den Kühe töten, ne? Oder war das erst im DLC? Ich erinnere mich auf jeden Fall. Da gab es doch sogar eine Trophy. Eine Trophy für, ne? Habe ich gar nicht verstanden, warum das so ist. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Geil sind die ganzen Tränke mal reinzuballern. Hey! Jetzt visiere ich meine Gegner an. Siehst du, dann ist dein Level so umrandet. Boah! Stirb doch! Also wirklich, ey. Wie tanky ist der denn? Bärenfell ist so, glaube ich, sogar ziemlich wertvoll. Wenn ich diesen einen Trank schon hätte gegen Bestien, 50% mehr Damage. Beweg dich! Das ist nicht dein Tag. Level 2 Ghoul. Sollte ich gerade so noch schaffen. Stimmt, im Kampf kann man nicht mehr springen. Wenn dann ein Objekt im Weg ist, dann sieht es schlecht aus. Stimmt, bei diesen Statuen kommen dann Bürger zurück. Mit denen kann man dann handeln. Manche haben sogar eine Quest dann für einen. Und man kriegt Erfahrungspunkte.
Okay, wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Ich brauche jetzt nichts anderes skillen, weil wie ihr seht, habe ich eh keinen Slot. Ab Stufe 4. Ich erinnere mich nämlich, manche von denen haben dir ja dann eine Quest gegeben. Oh, erstmal die Opfergaben ausrauben. Nicht zu Hause nachmachen, Chat. Erstmal eine Wasserflasche. Mir bleibt keine Wahl. Digga. So am Tanzen. Ich liebe das Looten in dem Spiel. Komm her, 1 gegen 1. Na komm schon. Oh, nein, ich hab das so kommen sehen. So aus der Balance getreten worden. Scheiße. Von einem Level 3. Übrigens, Chat, gerade stand hier noch der Händler. Ja, 1 gegen 1, ich weiß, das war's komplett. Der Händler hier, der hier steht, ist dann später in der Nacht weggemoved. Mal schauen, was er hat. Interessantes? Mal schauen, hat er irgendwas Schönes? Können wir ihm irgendwas andrehen? Reines Silber. Oh, ihr habt recht, Chat! Chat, ich liebe euch. Twitch-Chat-weise. Wie viele brauchen wir davon? Ich schau kurz. Leb wohl. Und deshalb liebe ich dieses Spiel. Einfach random irgendwo ein Fragezeichen gemacht und auf einmal einen Händler gefunden. 2, 2, 1. Also 3. Nur 3. 3 und 2. Geil, Chat! Deshalb feiere ich das Spiel! Einfach random Händler gefunden, der das verkauft, was wir brauchen. Geiler Scheiß. Hier 3, zack. Und davon 2. Oh. Leb wohl. Alchemie? Oh, 2 Bomben, Mimomben. Hergestellt. Hergestellt. Geiler Scheiß. Ah, man kann auch stärkere Mutagene herstellen, wenn man die unteren genug hat. Da oben seht ihr, 10% Angriffskraft. Davon habe ich dann alles vollgeknallt. Und wenn ihr dann 3 rote damit verbindet, habt ihr, glaube ich, 40% Angriffskraft. Gibt ja immer 100%, ne? Ich glaube, 40% mehr oder so müssten es dann sein. Derry Hansen gönnt noch eine 5er Subbaum. Danke für die ganzen Naschis, die hier reinkommen, Chat. Auch danke für die ganzen Resubs, Subs. Follows, den ganzen Supporterino. Und das hier sind die richtig starken Tränke. Aber da muss man erstmal die ganzen, schaut mal, was die da alles haben wollen für, ne? Der war, glaube ich, richtig gut, ne? Kakan, absolut. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Der knallt.
Und vor allem eine Wirkdauer 1800 Sekunden. Das sind 15 Minuten, richtig? 15 Minuten Wirkzeit, das knallt. Einfach geiler Scheiß. So, jetzt haben wir endlich Bomben. Endlich haben wir Bomben. Okay, umso besser. 30 Minuten ist saftig. Das ist richtig lange. Wenn man einmal was hergestellt hat, kann man das immer wieder benutzen. Das funktioniert so. Die ganzen Tränke, Öle und Bomben. Wenn du die einmal hergestellt hast, also du findest den Plan und so wie ich das gerade gecraftet habe, dann hast du es im Inventar für eine begrenzte Anwendungszahl. Die Tränke, die ich jetzt ausgerüstet habe, die siehst du unten links, habe ich jeweils dreimal gehabt. So, ich konsumiere jetzt einen, dann ist er, wie du siehst, weg. Aber wenn ich dann raste, also meditiere, wird durch Alkohol das wieder aufgefüllt. Und mit diesen ganz starken Tränken, die hat man einmal im Inventar. Aber, wie der Twitch-Chat ja auch gesagt hat, wirken die auch dann eine halbe Stunde. Und die füllen sich auch wieder auf. Nicht gut. Ihr Schweine. Die füllen sich auch wieder beim Meditieren auf. Also Meditieren, ganz wichtig hier im Spiel. Und Alkohol. Alkoholflaschen. Mann, ich bin so schwach. Hier mich, Schwalbe. Ist der unter die Map geglitscht? Oh Gott. Arschknattern. Also ich denke, ich werde recht früh die roten Sachen skillen. Warum looten die? Warum verlieren die kein Loot? Ich werde recht früh die roten Sachen skillen, weil sonst macht man einfach keinen Damage. Wann erklärst du mal? Gwent habe ich vorhin schon. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Gwent ist ultra geil. Verbessertes Bestienöl. Und deshalb sind die Fragezeichen wichtig und richtig.